Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Nachdem unsere beiden Kanäle Hörspiele und Hörbücher Black Edition bzw. Blue Edition mittlerweile viele Fans gefunden haben, können wir euch mitteilen, dass es nun zwei weitere Editionen bzw. Kanäle gibt. Dies wären Hörspiele und Hörbücher Red Edition und die ebenfalls neue Green Edition. In diesen werdet ihr einen Genremix von Stücken finden, welche bisher in der Black Edition, deren Fokus auf Thrillern und Krimis liegt, und in der Blue Edition, wo fantasievolle Sci-Fi-Geschichten zu finden sind, leider keinen Platz gefunden haben. Wir würden uns freuen, wenn wir auch mit diesen beiden neuen Kanälen euren Geschmack treffen. Die Links zu unseren nun insgesamt vier Kanälen findet ihr im ersten angepinnten Kommentar. Nun aber genug der Vorrede und weiter mit dem nächsten Stück. Wir wünschen gute Unterhaltung. Der Kuckuck legt seine Eier in fremde Nester. Sind die Jungen geschlüpft, stößt er die anderen Eier und Jungvögel aus dem Nest. Ihre Stiefeltern füttern unentwegt weiter, weil sie nicht unterscheiden können. Je weniger Mäuler, umso mehr für den Einzelnen. Ich hoffe, Sie haben das verstanden. Da oben ist es voll. Ein Hörspiel von Jens Rachut. Je weniger Mäuler, umso mehr für den Einzelnen. Schnell wird der Junior groß und lässt sich draußen weiterfüttern. Dieses Prinzip wirkt anfangs sehr rücksichtslos und brutal, lässt sich aber bei klarem Verstand auf die Menschheit übertragen. Hören Sie dem Kuckuck länger zu, verstehen Sie seine Sprache. Sie ist einfach und hat nur eine Bedeutung. Stehlen. Rauben. Verachten. Unterschlagen. Klauen, morden, plündern, verlassen, hintergehen und vernichten. Hä? Ob ich mir sicher bin? Mama, ich war mir noch nie sicher. Nein, ach, da kann ich nicht. Nee, leider, Mittwoch mache ich Yoga. Und nee, Donnerstag haben wir ein Treffen mit den Rosenfreunden. Freitag gehe ich zur Psychoanalyse, Mama. Samstag berechnen wir Umsätze und Sonntag... Warte mal, ich krieg keine Luft mehr. Bitte ruf später nochmal an. Und dann ist sie umgekippt. Sie zuckte noch und dann kam ein Schwall aus ihrem Mund. Das Blut schickte seine letzten Boten, um sich zu bedanken. Und jetzt liegt sie alles noch da. Es riecht. Sie ist stark aufgedunsen. Und ein bisschen unansehnlicher, ach. Naja, die Fliege werden auch nicht weniger. Wir waren dabei. Aber es gibt keinen, der uns fragt, weil es gibt sonst keinen in ihrem Leben. Sie wollte nur einen haben. Einen Gott, zusammengezimmert aus 23 anderen Göttern, der jeder eines ihrer natürlichen und unnatürlichen Bedürfnisse erfüllt. Aber sowas kommt nicht einfach vorbei. Zu mir war sie meistens gut. Außer ab und zu. Da gab's mal einen. Dieses scheiß Internet. Wer hat das nur erfunden? Anhand von der Post und von den E-Mails hatte mir die traurige Vermutung, dass sie wirklich niemanden hatte. Niemanden. Außer die Mutter. Zu mir war sie eigentlich auch immer in Ordnung. Ab und zu bekam sie ihren Cholerischen und dann hat sie mich Ohr gedreht. Bei dir hole ich auch nur Papier und Scheiße raus. Ah ja, mir Briefkäste hatte noch nie so wichtig Stellung. Dafür leben wir relativ lang. Kriege nie Erkältung und müssen nichts machen, als irgendwo rumhängen. Der Briefkasten hing direkt neben der Haustür. Deswegen haben wir uns angefreundet. Ich mochte ihn immer schon. Allein sein Dialekt, so schön ländlich. Die Kleinstadt winkt mir zu. Aus Langeweile hatten wir die Wette am Laufen. Wer ist zuerst voll? Ei, dann hör mal zu, meine digitale Freundin. Heute gab's für mich Werbung. Und Möbelhauswerbung, Pizzaservice, Finanzamt will die Vorsteuer endlich haben und einen Gutschein für ihre Wahlversprechen vom Abgeordneten. Da habe ich mehr, aber darum geht's ja nicht. Werbung, Telefonanbieter,
Anfrage von der Singlebörse Allein war mal. Die Tulpenfreunde laden zur Weihnachtsfeier. Spam-Mail Steve Brahms. Reifenservice. Klassentreffen der Windhundfeinde. An die Neun. Den meisten von euch wird es ergehen wie zu Lebzeiten. Ihr werdet in eine Form gepresst und bekommt einen Haken in den Kopf. Stellt euch einfach einen Kegel vor, der auf eine Stange gezogen wird. Diese Stangen werden in Sektoren geschaffen und aufgehängt. Selbst wenn ihr sprechen könnt und Geräusche hört, müsst ihr euch über eins klar sein. Ihr seid tot und werdet es auch bleiben. Manche werden das Glück haben und zum Engel ausgebildet. Da gilt aber auch das Gleiche. Schnauze halten und die Anordnungen befolgen. Wer unten nicht genug gelacht hat, wird es hier oben schnell verlernen. Also? Oh, der Kuckuck soll sein Maul halten. Macht er aber nicht. Dann hol den Jäger. Ich fange die Vögel wieder ein und verschwinde, ohne eine Frage zu stellen. Ich bewege mich hier im Himmel frei. Sie hocken oft auf den Zollhäuschen. Selbst die Abfertigung der Neuen stört sie nicht. Diese Stille und das Gestöhne erträgt man nicht lange. Mach mal was. Schwefelquellen aus Island? Sind die neu? Ja, habe ich mir mitbringen lassen. Vom Jäger, der bringt öfter mal was mit. Oh, der Kuckuck soll die Schnauze halten. Achtung, ich glaube, da kommt was. Vielleicht ein Treffer. Der Nächste. Wo bin ich? Sie haben 49 Sekunden Zeit, unsere Fragen zu beantworten. Warum aber nur Sekunden? Reden konnten Sie im Leben genug. Hier gilt nur ein Gebot. Die Ohren sind der Meister, der Mund ist der Sklave, wir sind die Schmetterlinge. Und du nur die Larve, verstanden? Ja, wenn das hier wirklich der Himmel ist, wo ist denn Gott? Weg, verstehst du? Wir stellen jetzt die Fragen, damit wir wissen, in welchen Sektor wir sie bringen müssen. Entschuldigung, ruf diesen Typen doch mal an. Das werden immer mehr. Oh, diese Scheißvögel. So, Kollegin, und nur weil du die Erste bist, in meiner Schicht. Du kannst es zwar nicht sehen, aber diese Schlange ist unendlich. Verstehst du? Geht das in dein Kegelgehirn rein. Ihr schneidet es nicht, was hier oben zu tun ist. Wir machen doch auch nur unsere Arbeit. Hat es euch dann noch nicht gereicht? Im Leben? Er meint einfach, wenn jeder von euch so lange quatschen könnte, wie er wollte, dann würde die Schlange vielleicht bis zur Erde reichen. Warum kapierst du das denn nicht, du Luxus? Ja doch. Ich verstehe es ja. Und jetzt frag doch einfach. Irgendwas Außergewöhnliches erlebt in den 53 Jahren? Ich hab mal beim Einparken eine tote Taube zerquetscht. Boah, der Nächste bitte. Aber die war echt schon tot. Ich schwöre bei Gott. Oh, Doppelfehler. Erstens habe ich Außergewöhnliches gesagt und zweitens, der Name Gott ist hier verhältnismäßig, sagen wir mal, bezugslos. Aber hier ist doch der Himmel. Ich hab doch immer alles bezahlt und die Wäsche sonntags nicht draußen aufgehängt. Doppelpressung und dann in Sektor F. Aber der Sektor ist doch noch gar nicht abgesichert. Ja, wir bringen diesen Schwachkopf weg. Weg, 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 weg. Was wird es kosten, dich zu finden? Und vergesse die Zeit zusammen. Wo ist der Sauge für meinen Kummer, der mich rettet vom Verfall? Und wer nicht schwimmt, der meidet Wasser. Wer nicht liebt, der bleibt für sich. Bin auch kein Mensch in der Manege. Niemand klopft an für mein Herz. Bin auch kein Tier in einer Herde. Was sich reimt, ist nur noch Schmerz. Unerfüllte Leere, nasses Haar mit Salz. Ständig kämpfen mit Geschwüren, die nicht da sind, die nicht da sind. Es ist das Leben, was mich Diese Stimme, was für eine Stimme, sie ruft nach mir. Rufst du nach mir? Brauchst du mich, mein kleiner Engel? Wann hört sowas endlich? Nie?
Nie? Wann? Wann nie? Wann nie? Wann nie? Sie? Sie kann man nicht vergessen, sie. Und mich? Mich vergisst man auch nicht. Das ist verboten hier in meinem Reich. Außerdem stellt diese Musik ab. Nur weil sie da singt, sie... Die hast du selber angemacht. Die läuft hier seitdem... Glaubst du, wir finden dieses Gejaule in... Gejaule? Du wagst es? Im Himmel sollst du schmoren. Reiß dich endlich mal zusammen. Reiß du dich endlich zusammen. Du bist nicht der Einzige mit dieser Krankheit. Schämen, schämen, schämen. Steh auf und stürz dich auf alles, was dich ablenkt. Dein sogenanntes Imperium ist verwahrlost und stinkt nach führerlos. Außerdem seid ihr im Bett gelandet, obwohl ihr wusstet, dass es falsch, verkehrt, verboten ist. Pfui, 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 Mann. Die war 260 Jahre jünger. Die Liebe ist alterslos und auch zeitlos. Als ich noch ein junger Teufel war... Kennen wir schon alles, aber das Allerschlimmste ist dabei. Sie ist ein Engel. Ein gottverdammter, beschissener Engel. Nein, nein, nicht immer das gleiche Gesalbe. Wer konnte denn das ahnen? Was weiß ich denn, wie die aussehen, die Engel? Hat doch keiner mehr blonde Haare heutzutage. Mann, das war Liebe. Ich bin immerhin der Teufel. Und das war meine... Ja, sie war doch nur die Botin, um uns zu bestellen, dass die Telefonleitung bald fertig ist und wir nicht immer Überbringer schicken müssen. Außerdem wollten wir das beide. Aber unter solchen Voraussetzungen verliert immer einer. Und das bist dieses Mal du. Und sowas dauert. Alle warten auf ein Wunder. Aber was ist schlimmer? Das Warten auf ein Wunder oder Warten an sich? Liebeskummer ist kein Mückenstich. Hör auf zu philosophieren, das hat noch nie was gebracht. Was sollen die da oben machen? Ich kann sie nicht vergessen. Na dann geh doch hoch, klopf, klopf. Sorry, Hallöle, ich bin der Teufel und hab mich in einen von euren zig Millionen Engeln verknallt. Und du dann mit deiner widerlichen, tränenverschmierten, jauligen Trauerfresse, ungefähr 1,71 groß, Figur von Britt Eklund, die Haare von Jesus' Schwester und den Arsch von Flippers Vater. Was meinst du denn, was die sagen werden in ihrer Beklemmung? Da oben total unterbesetzt und überfüllt, weil alle dahin wollen. Chef, bitte, Grundkurs. Die ersten 5 Minuten, du guckst, ist das Gelände abschüssig? Was halten wir denn lässig in den Flossen, hä? Na, Chef? Schnattert's? Och, ist der Chef gerade abgelenkt? Wegen dem leckeren Teilchen von der Bahn 10? Boss, wie war die Eselsbrücke? Geht der Ball Richtung Tal, hat das Eisen eine hohe Zahl. Hey, wer war das? Na, Kollege, was haben wir denn so gemacht, den lieben langen Tag? Metalband, Basser, das ging ab. Was ist das hier für ein Event? Wo ist der Backstage? Bin zwar auch tot, aber nicht schwerhörig. TU? Hä? Todesursache! Am Erbrochenen erstickt, Mann. Beruf? Computerfachfrau. Alter? 37. Todesursache? Schlaganfall durch Stress. Mann, das gibt's ja gar nicht. Was denn? Ich habe an einem Vormittag 52 Westeuropäer gehabt, die alle mehr oder weniger an Übergewicht und Stress gestorben sind. Die Kollegen von den Stangen haben sich auch schon beschwert, dass sie ein Viertel weniger auf die Rohre kriegen. Ja, ja, das ist der Trend der Zeit. Bewegungslosigkeit, Arsch hinhalten, plus eine Maschine, die einem Zeit stiehlt. Scheint zu reichen. Boncho ist außer sich. Jeden Tag gibt's Beschwerden. Die Sektoren sollen ziemlich voll sein. Es gibt Platzmangel. Nicht erst seit heute. Und jetzt noch die Probleme mit den Dicken. Wer ist denn Boncho? Sag mal, du bist doch aber auch schon länger hier, oder? Boncho ist der Vertreter von Gott. Der ist aber länger nicht mehr hier gewesen. Und Boncho macht es nur, weil einer muss es ja machen. Sag mal, können die da unten nur fressen? Herz, Leber, Magen, Schlaganfälle.
Wenn da mal eine Pause wäre. Ich rufe ihn jetzt noch einmal an. Sonst schmeiß ich diesmal aber wirklich. Was los? Ich muss gerade hier abplatzen im Drehrestaurant mit Frontscheibe. Was muss ich das Scheißding auch drehen hier? Da wird einmal schlecht beim Essen. Gib mir 40.000. 40.000? So viel? Was? Doppelglas. Ist euch der Arsch in den Hirnkasten gehoppelt? Und warum zahlt dein Kollege denn nicht? Warum er nicht bezahlt? Ey, der ist überarbeitet, schon seit Jahren. Das ist eine Therapie, falls du überhaupt weißt, was es ist mit deinem Ranzen. Oh. Ein Laufband kennst du auch nur aus Serien, Mann. So kommst du nie in den Himmel, Digga. Gib mir sofort den Chef. Herrgott, nochmal. Du sollst keinen Namen sagen. Keinen. Merk dir das. Und ruf bitte morgen nochmal an, dann ist es ruhiger. Immer neue Ausreden und ich fall immer wieder drauf rein. Ich, der angebliche Stellvertreter Gottes, will ich gar nicht sein. Hallo? Ich will das gar nicht sein. Liebe neue Welt, jedes Mal, wenn ich ihn höre, möchte ich, dass er wiederkommt. Ich will ihn an mich drücken und überlegen, wie er sich noch mehr verbreiten lässt. Er ist das neue System und ist die Rettung für das unsichtbare Absinken einer entkräfteten und überbewerteten Spezies. Nur so kann diese Welt noch gerettet werden mit dem System Kuckuck. Das Starke soll leben, das Schwache wird das Leben der Sieger verlängern. Es dauert nicht mehr lange, Leute. Es dauert nicht mehr lange, Menschen. Vertraut mir und meiner neuen Ordnung. Es geht nur über mich, denn nur ich kenne den Schalter für das Licht im Lebensstollen und auch für danach, wenn der Tod euch besucht hat. Nur ich weiß, wie ihr auch nach dem Leben noch von Nutzen sein könnt. Achtet drauf, auch im Himmel und sogar in der Hölle, eure Majestät, der Kuckuck, der Kuckuck, 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 Kuckuck. Es soll da einen Jäger geben, der nicht viel redet und das ein oder andere erledigt, schwarz und ohne Publikum. Sag ihm, oder nein, bitte ihn mal reinzuschauen. Wir haben da ein Vogelproblem. Wenn das derselbe ist, der da oben aufräumt, könnte er vielleicht... Was? Quatsch nicht immer in Denkspielen! Könnte er vielleicht an die Kartei von den Engeln ran, die in diesem Jahr auf die Erde durften. Ja, und dann? Soll ich sie zwingen, ein Gefühl aufzubauen, was sie nicht hat? Das ist keine fehlende Schraube, die man im Baumarkt kauft. Das ist was, wenn du dich darauf einlässt, was unendlich Flammendes, Reines. Das wirkt überwältigend und verwirrend zugleich und ist umsonst. Merk dir das. Warst du nie verliebt? Nein, aber als ich mal einen Vortrag über Sinne im Freien gehört habe, da... Das ist ein Unterschied. Nur Kopf macht das Herz nicht auf. So. Und ich werde jetzt mal wieder was... Irgendwas anstellen, irgendwas mit Crack und Nutten und mit einer gottverdammten Pumpgun, irgendwas Abgefucktes. Ministerium für Forschung und Gesundheit. Guten Tag, mein Name ist Pölln mit OE und einem L. Würde gerne die Ministerin sprechen. Wie war der Name bitte? Ich buchstabiere P. Wie Patzer, also ohne Scherben. Oha, wie Überraschung. L wie Lösung plus M wie Metastasen. Also, Herr Pölm, was können wir für Sie tun? Ich hatte Ihnen schon vor einem halben Jahr eine von mir selbst entwickelte Pille geschickt, die jede Art von Metastasen killt. Verstehen Sie das? Was? Ich hatte Ihnen schon vor einem halben Jahr eine von mir selbst entwickelte Pille geschickt, die jede Art von Metastasen killt. Verstehen Sie das? Ja, schon klar. Aber womit kann ich Ihnen denn helfen? Und bitte nicht so schreien. Ich werde in einem Monat pensioniert. Ich hätte gern die Ministerin gesprochen, an die das adressiert war. Die ist zu Tisch. Was ich jetzt auch gern machen würde... Hallo? Hallo, Herr Pölm? Hallo? Es ist nicht nur, dass es leise ist, sondern dass sich das wie leblos anfühlt, wenn wir schlafen gehen müssen.
fit für den nächsten Tag, fitter für das nächste Jahr. Wenn wir einmal nicht gut schlafen, ist jemand anderes da, der noch mit weniger Ruhe auskommt, der noch schneller die Knöpfe bedient und dabei auch noch lächelt. Und bald bist du in der Ecke, wo du deine Übersprungshandlung erklären musst, aber du fängst an, dich zu entschuldigen. Und dann sind schon wieder die Nächsten da. Sie lächeln noch mehr. Sie schlafen fast gar nicht und ihr Verhalten lässt sich nicht erklären, außer dass Verzweiflung stumm macht. Dann kommt der Tag, wo du einen Tag frei bekommst, weil der Chef auch schon mal geheiratet hat vor 10 Jahren. Es ist so super. Alle legten zusammen. Der Bildschirm war dünner als frisch gefrorenes. Und der Ton erstickte das Gehör mit Frequenzen, die nichts anderes taten, als dich und deinen Zustand noch mehr abzuschnüren. Spam-Mail Mark Pukal, Kontoauszüge, Einladung der Rosenzüchter zum Jule-Club. Jule-Club heißt das. Außerdem war die gestern schon drin und dann zählt es nicht. Unterbrich mich nicht immer. Spam-Mail Andrew Borst, Best-Price-Visitenkarten, das Horoskop für nächstes Jahr, Einladung für die Sauna für Silvester. Spam-Mail Mary Fronten, Einladung zum Binnenmaja-Festival. Reicht jetzt. Wie? Reicht jetzt. Ah ja, wir haben abgemacht, dass 5 Mails ein Brief im Kasten sind. Und du? Und du? Und du? Und du? Mann, du nervst. Du nervst mich schon seit dem ersten Tag, du gebrauchter, verrosteter Saukasten. Weißt du, dass ich schon seit Wochen führe und dass bei dir nur Scheiße in deinen quietschenden Schlitz gesteckt wird? Du bist so altmodisch wie eine Wählscheibe. Ja. Bist du jetzt fertig? Dann hör zu. Was haben wir denn da noch? Wart, hier. Der Katalog von der Frau Schalreise, der Single-Club sucht noch Mitglieder, ich habe noch einen Fast-Food-Gutschein, Baumarkt bietet 30% auf alles, was mal eine Wurzel hatte. Ja, klar, wenn du am Verlierer bist, gell, dann tust du alles so, als wenn du träumst. Aber das kannst du gar nicht, weil ihr Maschine seid. Willkommen zur Vollversammlung. Ich begrüße alle Anwesenden. Die Schublade Seltene Wunder ist aufgegangen. Es scheint zu klappen. Heute soll zum ersten Mal die analoge Telefonleitung zwischen Himmel und der verdammten Hölle funktionieren. Ja, wer's glaubt, wird selig. Wer's nicht glaubt, kommt auch in den Himmel. Har, har, har. Beruhigung! Sonst wird genebelt. Tagespunkt 1. Ankunft der Neuen. Ich lese erstmal den alten Empfangstext vor. Es gab leider viele Beschwerden. Die Kinder sind groß und träumten sehr schnell, sehr wenig. Ihr habt es nicht geschafft, in dieser Umzäunung für sie ein Loch zu bohren, damit sie eine Chance haben, einmal auszuschlafen. Jetzt seid ihr zu müde, um nochmal von vorn anzufangen. Und diese Einsicht macht euch schnell ganz alt. Das Gehirn ist zerfallen und euer Herz schlägt nur noch, weil es das Blut so gerne mag. Stimmt. Sehr negativ, sehr. Es ist wirklich die Empfangsrede für die neuen Engel? Deprimierend. Das ist doch keine Voraussetzung, um sie bei Laune zu halten. Die hast du mir so aufgeschrieben, genau so. Du meintest doch, Engel sollen keine gute Laune haben, damit die Vorurteile vom lieben Engel nicht erfüllt werden. Das ist jetzt aber auch schon 300 Jahre her. Ihr wisst doch genau, was ich vorher war, Herr Schmied! Aber dann versuch dich doch gar nicht erst als Dichter. Herr ihr wisst doch auch wie! Schmied, aber dann versuch dich doch gar nicht erst als Dichter. Die Heiterkeit ist unter Null. Wie soll man denn bei Laune bleiben, wenn man... Die
Vögel sollen die Schnauze halten. Das werden ja immer mehr. Ruf mal den Jäger an. Hoffentlich wird der auch mal immer mehr. Boncho, was ist los? Die Zollhäuschen bräuchten mal frische Farbe. Wenn's geht, bunt. Es fehlen auch Stangen. Und ohne Panik machen zu wollen, hier oben ist es ziemlich voll. Ich schmeiß sofort die Scheiße hin. Mir reicht's. Dann häng ich lieber Stangen auf. Es hat sich ausgebonchot. Hallo? Himmel? Rezeption? Hallo? Hallo, ist da jemand dran? Wie lange die brauchen, meine analoge Telefonleitung in die Hölle zu legen? Guten Tag, mein Name ist Pölm mit OE und einem L. Würde gerne die Ministerin sprechen. Wie war der Name bitte? Ich buchstabiere. P wie Patzer, also ohne Scherben. Oha, wie Überraschung. L wie Lösung plus M wie Metastasen. Also, Herr Pölm, was kann ich für Sie tun? Ich glaube, wir kennen uns. Ich hätte gerne die Gesundheitsministerin gesprochen. Ich habe nämlich eine Pille gegen diesen Scheißkrebs erfunden und ich soll Ihnen ein Geheimnis verraten. Nein, ich stelle Sie durch. Ich habe aber eine Frage. Haben Sie mal in der Geisterbahn gearbeitet? Nein. Ich würde es mal probieren. Die nehmen wirklich jeden, wirklich, sogar Crewmenschen. So, und jetzt Fahrkarte gelöst und ab dafür. Um das alles abzukürzen und damit Sie das nächste Mal wieder brav zur Wahl gehen, wir haben Ihre Pille getestet. Und? Was sagen Sie? Hat es funktioniert? Also bei den Tests hier auf dem Land haben innerhalb von 4 Wochen keine... Wir konnten bei 2000 Patienten auf der ganzen Welt verteilt die Metastasen quasi vernichten, ohne dass sie wiedergekommen sind. Das heißt... Aber da wissen Sie denn nicht, was das bedeutet? Also Frau Ministerin, das ist doch heul, heul, flen, flen. Das heißt doch, dass wir die Menschheit von einem Teufel befreien können. Herr Pollums, Sie geben jetzt mal meiner Sekretärin Ihre Kontodaten. Sie bekommen einen 6-stelligen Betrag. Und wir haben die Formel, die wir selbstverständlich sofort vernichten werden. Aber, das kann doch nicht sein. Hallo? Hallo? Robert Stieler, Spam-Mail. Einladung zur Eröffnung eines Bekleidungsgeschäfts eines Telefonanbieters. Mahnung von der Heilsarmee zur Rückgabe der ausgeliehenen Trompete. Schnee, Kettenversand. Möchte eine Beurteilung, Spam-Mail Andreas Edler, Seifenspender, Perioden, Spam, Spam, Spam. Sag mal, also ich bin ja nur eine analoge Rosthütte, aber irgendwas stimmt doch Spam. Nicht. Spam, bist du vielleicht verschimmelt oder? Spam, nee, Spam. Nee, das heißt anders. Warte mal, ich hab ja noch was. Spam. Irgendwas macht euch krank. Spam. Hier, Spam. Nee. Bio-Kiste, Kilo für 2 Kilo? Bam. Oder Weihnachtsgänse? Bam. Jetzt bestelle? Jetzt schon. Mitte Juli. Bam. Ah ja, Geflügel halt. Warte, hier ist es. Bam. Trojaner heiße die Dinger. Und die machen euch kaputt. Bam. Bei uns ist es das Wetter und mangelnde Pflege seitens der Besitzer. Und ihr? Ihr fresst euch gegenseitig auf. Was soll's? Jetzt hat sie sich aufgehängt. Kaputt. Fertig. Tot. Wird zwar öd, aber immer noch besser, als gehe ich so schwer verletzt Maschinen zu gewinnen. Sie werden letzter im Himmel sein!
So, Onkel. Schlüssel rumdrehen, ja, Handbremse lösen, weiteratmen. Jetzt wie gelernt. Schulterblick, Blinker und Gas. Gas, Gas, Gas. Wir wollen auf die Autobahn. Gas, komm, Gas, Gas. Chef, freut mich, dass die doppelte Menge Morphium dich endlich dazu veranlasst hat, deine alte Rolle als Troublemaker wieder aufzunehmen. Mal sehen, was das Protokoll so hergibt. Was haben wir denn hier? Oh, oh. Oh, du hast also eine kaputte Luftmatratze vor den Eingang eines Biberbaus treiben lassen. Oh. Furchterregend, das ist wirklich böse. Mach mal das Licht an, ich trau mich kaum weiterzulesen. Ich lieb sie halt so, aber warum? Warum nur? Ich bin doch auch nur ein Teufel. Hafenbaby, mein Hafenbarfußbaby, mein Hafenbarfußseidenflügelbaby, lass nicht nach. Küss doch nur noch einmal eins von meinen drei Hörnern. Es war die Nacht. Halt die Klappe, du Nachtisch. Halt sie, bitte. Wenn's nach mir ginge, für immer. Wir können froh sein, dass wir hier allein sind. Ach, küss doch noch eins von meinen drei Hörnern. So ein Gesülze. Ihr habt euch doch nur einmal geküsst. Ein gottverfluchter Kuss. Danach seid ihr beide übergelaufen wie ein Tsunami. Über eine sehr kleine Insel, der vielleicht auch nur eine Sandkuchenform weggeschwemmt hat. Wer weiß, was die in ihrem Leben gemacht hat in der Richtung. Wahrscheinlich hat ihr Herz vor Eintönigkeit aufgehört zu schlagen. Irgendwann ist der Galgen zerfallen. Es machte sich keiner die Arbeit, das Ding wieder aufzustellen. Nachts, wenn die Toten steif waren, tanzte der Wind mit ihnen. Aber sehr behutsam. Ihr habt schon genug Unannehmlichkeiten. Alle, die rumstanden, hatten Bammel aufgefordert zu werden, mitzuwackeln. Ich war die Einzige, die sich traute, aber nicht, weil ich mutiger war, sondern weil ich endlich was erleben musste. Damit ich abschätzen lernen kann. Und jetzt warten die Gebeine, dass sie jemand auffordert. Scheinbar. Verliebtheit ist das ungeheuerlichste der Empfindungen. Es gibt nichts, was trunkener macht und noch weniger, was blind macht. Blinder geht's nicht. Und das sollte man mit jemandem teilen, bei dem man 1000%ig sicher ist. Ach nee, wer kommt denn da reingeeiert? Der Coach vom Herrn, gibt's ja nicht. Eure Lordschaft, der Tanz, die ist schon vorbei. Ach, Schnauze voll, du. Ich bin doch nicht seine Mutter. Verdammt, wo steckt die eigentlich? Scheint in der Familie zu liegen. Unsichtbar. Wenn ich die erwische, egal, was ich unten erlebt habe. Ey, sowas Ungeschicktes, jetzt schon 200.000 Miese. Wie ein Büffel beim Waffelnbacken. Sachschäden, Verwüstung, mein Nachfolger soll gleich Kohle mitbringen. Wir haben noch mehr Probleme. Belzebub hat's wohl erwischt. Der markiert doch nur, die alte Rampensau. In der Hölle sind Damen rar wie Kamele auf der Rolltreppe. Nee. Jetzt mal was ganz anderes. Scheinbar Liebeskummer. Und das hat mit uns zu tun. Wer war die letzte Botin? Ich? Wieso? Sag mal, lief da irgendwas mit dem Teufel? Nee, was meinst du? Also, wurde zum Beispiel ein Rohr verlegt, die Robbe an Land gezogen oder der Igel aus dem Winterschlaf geholt worden? Ach, na ja, so ein flüchtiger Kuss. Die haben mich gezwungen. Sag mal, bist du nicht ganz dicht? Im Namen von uns allen hier um, hast du gepennt beim Gelübde oder ist das Hörgerät explodiert beim letzten Fasching? Oder ist im Leben wirklich alles, alles schiefgelaufen? Vielleicht einsam gewesen und kein Bock weit und breit? Das kann ja wohl echt nicht wahr sein. Wirklich wahr. Was? Ha? Hast du irgendwas gesagt? Hast irgend sowas wie, es tut dir leid? Ha? Hat
sie was gesagt dazu? Nein, wir haben wirklich nichts gehört. Man schickte mich zu ihm als letzte Botin, bevor die Leitung stehen sollte. Es gab einen Umtrunk im Stehen. Schnittchen und so. Neu oder habe ich dich noch nie gesehen? Und hübscher als die anderen. Meistens schickt er ja immer seine Unbrauchbaren runter. Die nervigen, hässlichen, die quatschen, wie schön es im Leben war, ohne gelebt zu haben. Ihre Kinder, ja, ich will dich nicht langweilen. Wie war dein Leben? Eine einzige Suche. Ich wollte die reine, saubere Liebe. Ich wollte mit ihr ein Leben teilen und mich gemeinsam aufs Älterwerden freuen. Genauso wie auf das Sterben. Gab's da einen, der passte? Also wenn ich Mensch wäre, deine Augen, bremst mal ab, Chef. Das ist ein verfluchter Engel. Ist doch nicht. Sie erzählt mir doch nur ihr Leben. Und dann so jung gestorben. Bestimmt ein Unfall. Also ich war es nicht. Ja. Unfälle ist eine ganz andere Abteilung. Aber da werde ich mal nachhaken. Die mache ich platt, die Drecksschweine. Das war ein Herzinfarkt. Geburtsfehler. Nie festgestellt worden. Ich muss noch sehr lange rumgelegen haben. War einsam. Komm mal mit, ich zeig dir mal den Garten des Höllenreichs. Wie wild. Überall Schwaden, aber... Also, das riecht ja gar nicht. Naja, also diese Gerüchte in der Hölle soll stinken, sagen die da oben. Wie verträumt man hier wird. Und sogar Schafe. Zu Lebzeiten hätte ich gern an so einem Ort geheiratet. Die Schafe sind ein Geschenk vom Jäger. Versuch quasi. Bisschen nervig das Geblöker, aber man weiß immer, wo sie sind. Und was fressen die? Ich sehe überhaupt nichts Grünes. Na, eigentlich alles. Aber egal, ist wirklich ein schöner Platz. Ne? Der Garten am Ort der Verdammnis, so nennen wir den. Wenn wir Inventur haben, ist es ruhiger, wie auf einem Waldfriedhof im Hochsommer. Ja, aber was fliegt denn da? Ja? Ein Kuckuck? Kann das sein? Ja klar, das ist ein Kuckuck. Und dann hat er mich geküsst. Richtig. Ja, nicht gleich die Zunge rein mit diesen ganzen Echsen-ähnlichen, nein. Sondern eher vogelig. Ja, so Kopf zur Seite und dann mit halb geöffneten Lippen und ganz bedächtig und weichherzig und nochmal und nochmal und dann schon wieder und dann kam sie dazu. Plötzlich aus dem Nichts. Die Zunge. Also sowas Schönes. Sie fühlte sich an wie eine Legoschiene. Nur weicher. Aber genauso lang und blau. Er sagte... Was hält dich im Himmel? Was? Weitermachen wie zu Erdzeiten? Hier kriegst du das, was du dein ganzes Leben lang gesucht hast. Die Liebe des Teufels. Wir könnten einen Garten am Ort... Sag mal, tickt noch was bei dir oder bist du völlig durchgeschreddert? Wie kannst du es wagen? Warum bleibst du nicht bei deinen Schafen? Ein Geschenk von dir an dich, du alter Bock. Geiler Hund, ab mit dir in die Küche. Lassen Sie sofort meinen Freund los, sofort! Halt die Fresse. Du verschwindest auf der Stelle. Ab in deinen verschissenen Himmel und bleib da bloß. Und die anderen Engel auch. So, mein Lieber, jetzt versuchen wir es mal mit Sport. Irgendwas musst du ja können. Also, keine Angst, wir sind allein in der Halle. Ich hab extra ein paar Gorillas vor dem Bau geparkt. So, der Helm? Sitzt, die Knieschoner, Schulterpolster, beides fest. Dann mal los, eure Hoheit. Klappt doch schon ganz gut. Langsam. Und höher. Brrr, langsamer. Vorsicht, nicht zu hoch. Ist nur ein Glasdach. Mist, der hört mich nicht. Scheiß Integralhelm. Hallo, eure Hoheit, nicht zu hoch. Nicht so hoch! Du ungeschickter Klapskalli! Nein! Nicht zurückwinken! Stopp! Oh
heute hat der Irre es schon wieder angerufen. Mit seinen Pillen gegen Metastasen. Und die helfen wirklich. Aber was sollen wir mit dem Zeugs? Unsere Safes sind voll davon. Die müssen doch wissen, dass der Globus immer voller wird. Was nützt es, wenn die alle gesund werden, aber nichts zu fressen haben? Oh, ich hasse diese offene Sprechstunde. Du sagst es, mein Kind, du sagst es. Aber man muss die Bürger täuschen, indem man sich kümmert. Auch wenn man sie verachtet, diese kleinkarierten Schrebergärtner. Wie spät? Ist da eine Demo oder was? Ja, irgendwas für und gegen Rechtsverkehr wahrscheinlich. Ach, schon Viertel vor. Das ist der letzte für heute. Tag, die Damen. Jetzt reden wir mal Klartext. Ihr Sicherheitsdienst war diesmal langsamer. So, und jetzt stellen wir uns mal vor. Ich bin so ein ganz dummer Klimaner. Einer, der nichts schnallt, nichts anderes vorhat, außer zu fressen und danach zu scheißen und zu ficken. Was ist ihm auch egal, weil ihm alles gleichgültig geworden ist. Ja, genau so einer möchte was wissen. Ach, der Herr Pöllims. Na, sind wir beim Fasching gewesen oder warum laufen wir im Neandertaler-Kostüm rum? Nun beruhigen Sie sich doch mal. Wollen Sie einen Kaffee oder was Warmes? Wird sofort geholt. Bin schon weg. Hier geblieben, Brillenschlange. Dick und verschämt und stinkt wie immer nach Eiersalat mit abgelaufenem Datum. Mein armes Goldkind. Tja, schade. Schneller, weiter. Das wird ja immer voller hier. Ja, unten scheint es mal wieder rund zu gehen. Auffällig viele Schusswunden und noch mehr Geschwüre und sowas. Schwierig wird's bei den Demis. Den fragst du ein Loch im Bauch. Ich meine, solche wollen auch als Engel arbeiten. Demis? Wer sind die? Die an Demenz gestorben sind, tragen ein Ausrufungszeichen auf der Stirn. Damit wir uns nicht zu lange mit denen aufhalten. Zwei Klassen. Auch hier oben. Ja, überall. Außer unten beim Bilzer. Der hat seinen Laden irgendwie im Griff. Man munkelt, dass der Alte sich deswegen nicht sehen lässt. Die Stimmung von unten kriegt er nicht hochgepumpt. Da, guck, ein Ausrufungszeichen. Ich werde es mal probieren. Hallo, gute Frau, ein paar Fragen an Sie. Bitte geht schnell. Was haben Sie denn so getrieben im Leben? Wer? Naja, Sie. Sie müssen doch was gemacht haben. Vorher. Wann? Sie sind tot. Das wissen Sie, oder? Aber wer tot ist, muss vorher gelebt haben. Ne? Und meine Frage ist jetzt, was hast du im Leben gearbeitet, außer beknackte Antworten gegeben? Ist das angekommen? Was? Hau ab. Nein. Die kann nichts dafür. Das ist eine Krankheit. Beruf? Entdecker des Heilmittels gegen Metastasen. Mhm. Alter? 33. Ja. TU? Hä? Todesursache. Zwei Kugeln in den Rücken und eine in den Hinterkopf. Warte. Ich glaube, das ist ein Treffer. Mafia oder Jagdunfall oder einfach nur ausgerutscht? Auftragskiller, professionell, alleinstehend, schlauer. Bin ein Stockwerk zu hoch gelandet und ohne Klopfen die falschen Türen geöffnet. Bock auf eine Beschäftigung? Ich hab da was für Sie. Achtung, der Sergeant. Ich sage es ihr. Sie wird zum Kegel gemacht. Auf der Stelle. Sofort. Das gab's noch nie im Namen des Himmels und des Heiligen Geistes. Verdammt, wann kommt der endlich mal? Vergiss es. Der kommt in den Knast. Fahrerflucht. Der ist gerade beim Polizeipsychologen. Der bleibt dabei, dass er Gott ist. Was meint ihr, wie viele Leute das tagtäglich behaupten? Wo ist das Biest? Im Leben nichts gemacht, außer gewartet und gejammert und hier die Sau rauslassen. Ja, hat zwar gedauert, aber jetzt steht sie ja, die Leitung. Wie geht's denn da oben? Hab gehört, euer Chef ist im Bau. Und das in seinem Alter und seiner Stellung. Apropos Stellung, ich geb den Hörer mal weiter. Ja, hallo? Hallo, ich bin's. Wollte nur sagen, mir geht's gut und ihr braucht euch überhaupt keine Sorgen mehr zu machen. Ich bleibe hier.
Also irgendwie knackt es hier ein bisschen in der Leitung, oder? Hallo? Hallo? Hallo Himmel? Sehen Sie mal, Herr Pöms. Na, kommen Sie schon ans Fenster. Jetzt kommen Sie schon. Schauen Sie raus. Da. Sehen Sie nur. Die Sonne. Vergessen Sie jetzt mal das Blaulicht. Das gilt zwar Ihnen, aber Eitelkeit ist kein guter Charakterzug und hilft nicht beim Überqueren von Verbindungen, die rutschig sein können. Ich bin dafür zuständig, zu sorgen, dass es genug Platz, Arbeit und Essen auf dieser Erde gibt. Neulich rief mich ein Kollege an. Dem haben sie ein Serum gegen Herzinfarkt angeboten. Es funktionierte einwandfrei. Bewundernswert. Aber ich sag Ihnen jetzt mal was. Und das bleibt unter uns. Wir brauchen solche Klugscheißer wie Sie gar nicht. Einsam. Wir brauchen sie genauso wenig wie Sportler, Warten. Veganer und Nichtraucher. Verlassen. Solche Retter sind uns zuwider. Zerkleinert. Haut ab. Zum letzten Mal. Am liebsten aufs Meer. Brüche. Wale retten. Plötzlich. Da seid ihr unter euch und wir müssen uns euer sorgenvolles Gelaber nicht anhören. Verschwommen. So. Verfallen. Gescheitert. Und jetzt stoßen wir beide mal an. Auf was? Freiheit für... Na? Ich höre. Stehlen. Rauben. Verachten, unterschlagen, klauen, morden, plündern, hintergehen, verlassen und vernichten. Scheidungswünsche sind gesagt, werden dann sehr schnell verschoben. Weiter geht's, wie's immer bleibt, wie's immer bleibt. Weiter geht's, wie's immer bleibt, wie's immer bleibt. Weiter geht's, wie's immer bleibt. Drin. Lichter schwaben, durchpüriert und niemand kam. Und wenn dann knapp mit halber Kraft nur wenige das Leben fanden, Lametta satt am Weihnachtsfest, der Sohnemann Geburtstag hat. Die Goldene ins Datum eiert, der Tüftermin und anderen Krach. Weiter geht's, wie's immer bleibt, wie's immer bleibt. Weiter geht's, wie's immer bleibt, wie's immer bleibt. Weiter geht's, wie's immer bleibt, wie's immer bleibt. Weiter geht's, wie's
immer bleibt, wie's immer bleibt. Weiter geht's, wie's immer bleibt. Man kann einen Tiger nicht dazu bringen, Bohnensuppe zu mögen oder Fledermäusen vorschreiben, Helme zu tragen. Dem Kuckuck wird man nie dazu bringen, seine Eier selber auszubrüten. Das war's. Jetzt wird geschlafen. Was wollt ihr, Ziellosen? Noch eine? Nein, 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 nein. Aus meiner Bibel kommt nichts mehr. Ihr sollt jetzt fest schlafen und nicht drängeln. Davon wird man aufgeregt. Und das erzeugt Hunger. Da oben ist es voll. Ein himmlisches Hörspiel von Jens Rachut. Mit Malte Sundemann, Jörg Pohl, Michael Weber, Jennifer Frank, Lisa Hackmeister, Gerion Klug, Siggi Terporten, Moritz Grove, Jens Rachut, Michael Hubertus, Franziska Hartmann, Piri Heinicke, Katharina Romanenko, Daniel Lomatsch, Rosi Schäffle, Zwantje Unterberg, Magde Rachut und Imo Kutz. Musik: Thomas Wenzel. Technik: Peter Devlin. Regie: Jens Rachut. Redaktion: Isabel Platthaus.